Hey Leute, was geht? Ich weiß, ich habe ewig nichts mehr veröffentlicht und es tut mir auch sehr leid, aber ich muss euch einfach was super Cooles zeigen, was ich gerade gefunden habe an meinem Auto, an Amelia. Und zwar, ich habe diese Fernbedienung in der Mittelkonsole gefunden, in einem kleinen versteckten Fach unten drin und habe mir überlegt, wo zur Hölle ist die denn gut? Das ist eine normale Fernbedienung, die man in jedem Technikstore für jede farbveränderliche Lampe oder so findet. Und ich habe einfach mal rumgespielt und habe was so Cooles herausgefunden, denn diese Fernbedienung beeinflusst die Außenfarbe meines Autos. Ist das cool oder was? Ich habe keine Ahnung, ob das einzigartig ist oder ob es einfach was ganz Besonderes ist, aber ich bin einfach so aufgeregt, weil es scheint mir eigentlich unmöglich. Und ihr denkt, ja klar, ja, kannst ja nicht beweisen. Oh doch, ich werde es jetzt hier im Video beweisen. Passt's mal auf. So, ich habe mir gedacht, vielleicht will ich mal ein blaues Auto. Ist das geil oder was? Das Auto ist plötzlich blau. Okay. Blau ist vielleicht ein bisschen doof. Probieren wir mal grün. Vielleicht passt es besser zum Hintergrund. Oh mein Gott. Das ist so cool. Ich meine, ich glaube, ich habe herausgefunden, gelb funktioniert nicht ganz so gut. Ist, glaube ich, sogar deaktiviert. Ja, genau. Ja, das heißt Error. Ich glaube einfach, weil das eine Art Folie ist oder so, die da auf dem Auto drauf ist und bei dem Dunkelrot kommt gelb nicht so gut raus. Aber ich könnte zum Beispiel auch lila machen. Lila ist so cool. Ja. Oder wie wäre es mit zurück zu rot? So eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob das der Vorbesitzer Marcel gewusst hat. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ansonsten hätte er mir das Auto wahrscheinlich nicht verkauft oder zumindest nicht so günstig. Aber du kannst wirklich mit diesem Auto jetzt so komplett Disco machen. Das ist so genial. Und habe ich zuvor noch nie gesehen. Ich meine, ich habe was gehört von einem Patent von Audi, aber trotzdem. Ich werde ein bisschen noch damit rumspielen, weil ganz ehrlich, das ist einfach, es ist einfach so genial. Und ja, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt und ob ich das vielleicht irgendwie einbauen kann, aber ich hoffe, euch hat dieses schnelle Video gefallen und ja, ich werde jetzt noch hier weiter rumspielen, Disco machen und danach cool rumfahren und die Leute können dann blöd gucken, wenn das Auto plötzlich Farben wechselt. Bis zum nächsten Mal. Servus, ich habe meine Brille fast runtergehauen. Servus!